Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Hass Reiter. Wir sind in Folge Nummer 41 von Graveyard Keeper mit den DLCs. Und ja, wir sind letztes Mal im Kerker gewesen, haben da so ein paar Sachen gemacht und haben das freigemacht mit dem Schlange da, haben das Wärterbuch gefunden. Wo ist denn das? Das ist da. Da müssen wir gucken, wer das kriegt. Ich glaube, das war hier der Aristokrat, der Sternengucker. Und ja, da wisst ihr ja Bescheid und da müssen wir halt gucken, ne? Wärterschlüssel, Arbeitsmoment zerfällt in. Okay, ich dachte, das hätten wir dem gegeben, aber wohl doch nicht so. Müssen wir nach dem Intro weitergucken, ne? Würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Nochmal hier in die Truhe geguckt, oder? Den Kuchen, ja, Bärentorte, die können wir auch selber essen, Ben, ne? Aber wir haben ja gerade geruht, deswegen brauchen wir die nicht. Karottenschnitzel können wir auch essen. Weißer Fisch haben wir auch reichlich, ne? So viel Essen mitnehmen macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch was loswerden. Also den würde ich mitnehmen, Fischsuppe. Weiß ich jetzt nicht, aber die hatten wir auch dafür gemacht zum Essen, ne? Karottenschnitzel. Aber wir können mal... Ach, der Fisch hier... Guck mal, da sind noch 13 drin, ne? Die Urkunde können wir noch im Wirtshaus verkaufen. Lass uns mal hier gerade reingucken. Aber wir können hier was produzieren, sogar mehrfach. Okay, einmal zurück, dann Fischnuggets. 30, schnelle Reflexe. Ach so, die Fischsuppe war fürs Angeln ganz wichtig, ne? Guter Fischer wirst du dann. Hier hast du schnelle Reflexe. Da gibt's dann so ein, wie heißt das denn nochmal? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich komme jetzt nicht aufs Wort. Und dann kann man da, ne? So ein, ja. Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Leider. Ach so, wir sollten vielleicht mal was da lassen. Da hätte ich auch rechtsklicken können, damit das alles hier passiert, ne? Das kann definitiv hier jetzt bleiben, glaube ich, erstmal. Was ist das hier? Silbernugget, okay. Das legen wir auch mal hier ruhig hin. Axt brauchen wir vielleicht. Ah, Wärterbuch, Wärterschlüssel. Was können wir denn hier machen? Hier können wir eine Eisenrüstung zaubern. Da brauchen wir Haut für und Dingens. Einfache Eisenstücke. Das sollten wir auf jeden Fall machen, bevor wir in den Kerker tiefer gehen, ne? Dass wir das haben, denke ich mal. Das wird uns da bestimmt behilflich sein, ne? Schwert hatten wir ja, glaube ich, schon dabei. Nägel und einfache Eisenstücke brauchen wir da. Hier ist die Glasproduktion angesagt. Eisenbahn und Stahlbahn kann man da machen. Für Glas fehlt uns gerade Wasser, brauchen wir aber jetzt nicht machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, wir haben die Urkunde noch. Oh, guck mal, hier gibt es Pommes. Aber es waren Fischnuggets, ne? Was liegt denn hier da so Essbares drin? Wo sind denn die Nuggets da? Das leg ich mal weg. Das leg ich auch erst weg. Effekt, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Dann haben wir genug zu essen. Die können auch hier bleiben. Okay, dann sind wir da erstmal mit durch. Ah, da oben sind noch... Ah ne, die sind noch am Laufen. Okay. Dann lass uns mal schauen, dass wir erstmal die Urkunde verkaufen. Und vielleicht... Wer ist denn mit Grün dran, ne? Ach, Schlange ist grün, ne? Ja, ist noch grün. Okay. Und der Astrologe wäre blau. Der ist aber erst da. Was ist das hier? Das ist, glaube ich, der am Scheiterhaufen, ne? Der Inquisitor, genau. Brennholz und Flugblätter haben wir beides noch nicht. Lass uns mal kurz nach der Dingens gucken, nach der Taverne gucken, dass wir dort die Urkunde verkaufen. Da. Reden. Handeln. Ah, das können wir auch verkaufen, die Nuggets. Aber bringen uns ja nicht viel. Ach so, warte mal. Das ist keine... Ah, okay.
Da haben wir uns gerade vertan. Das ist nicht das Passende, was wir da brauchen. Das andere war, ja, wenn da jemand begraben hast, dann kriegst du das. Oh, es regnet. Ich bin eine Wache im Dunkeln, ja. Dann werden wir mal zusehen, dass wir wieder zurückkommen im Trockenen, nämlich hier unten durch. Ist auch ein bisschen kürzer. Schlange. Oder gucken wir uns gerade im Keller einmal um, dass wir einmal runtergehen und schauen, was da geht oder nicht geht. Gute Frage, ne? Ne, da wäre es dann falsch. Da wäre es richtig. Ich glaube, das Schwert war es, ne? Ja. Ja, komm, lass uns einmal runterschauen. Interessiert mich ja jetzt doch. Was können wir hier noch? Achso, da waren die Stelen und ja, mit den Totenköpfen. Schlange ist schon nach Hause, okay. Wähle eine Kerkerebene, okay, wir wählen mal eins. Mehr konnten wir wahrscheinlich auch nicht finden, oder? Okay, hier könnte man was sehen. Krasse Musik. Hier ist nix. Okay, hier ist ein längerer Gang. Und da ist schon irgendein Viech. Oh. Ja, man muss das auch können, ne? Oh. Nicht genug. Sag schon. Charakter. Benutzen. 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 Wie viel haben wir dann? Okay. Sollen wir es nochmal wagen? Fledermausflügel haben wir gekriegt. Naja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber ich sehe schon, dass wir definitiv so eine Rüstung brauchen. Jetzt kommen die schon, ne, oder? Okay, da haben wir die beiden geschafft. Hier kann man wahrscheinlich alles abbauen, ne? Jetzt weiß ich nicht, wann die wieder spawnen. Das ist ja die nächste Frage dann, ne? Wir sind auf jeden Fall verletzt, ne? Da unten gibt es nochmal grünen Schleim, ne? Und da gibt es dann wieder Fledermäuse. Was wollte der denn eigentlich haben noch? Schlange wollte blutige Nägel und einmal voll Blut, aber das finde ich jetzt hier gerade mal eben nicht, denke ich mal. Hier ist zwar ein Bluteimer, aber ich glaube, den gibt es da noch nichts. Da gibt es nur Rohstoffe. Kriegen wir die auch noch kaputt, die Bank? Nee, ne? Doch, haben wir geschafft. Balken. Ja, keine Ahnung, wie tief man da muss, ne? Sieht auf jeden Fall nicht so aus, dass es mal gerade eben hier ist. Schauen wir mal nach hier oben wieder. Hier gibt's nichts. Kurzer Blick nach hier rechts vielleicht. Da rechts sind Fledermäuse. Ist hier oben noch was? Und da geht's auch noch ganz schön weit nach oben wahrscheinlich. Und da ist ein Fledermaus und ein Schleim. Macht jetzt nicht so einen Sinn, da weiterzulaufen, glaube ich erstmal. Wir sind angeschlagen, wir haben keine Energie mehr. Das bedeutet, wir können zwar jetzt noch was essen, aber das wäre zu wenig, denke ich mal. Gehen wir entspannt zurück zu unserem Zuhause und schauen da weiter. Was müssen wir machen? Achso, der Inquisitor ist da, den kriegen wir jetzt nicht geregelt, weil Flugblätter haben wir nicht. Und wie sieht das hier aus? Können wir da was machen? Ja, den Schleim können wir untersuchen, ne? Aber wir haben keinen Glauben dafür.
Okay, wie war noch Glaube kriegen? Papier, oder? Kann das sein? War Papier. Da kriegte man Glauben für. Ah, ich weiß es nicht mehr, aber wir können das mal gerade checken, oder? Ah, Schweinslederhaut. Ah, wir haben keine Energie und können das jetzt nicht machen, aber wir haben noch, glaube ich, ein bisschen Karottenzeug, ne? War doch Karottenschnitzel, ja. So, da haben wir die schon, da. Arbeitszimmer, grüner Schleim, okay. Lass uns mal gerade das mit dem Papier machen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dadurch könnte man Glauben kriegen, oder? Oder? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Nee, da braucht man Glauben auch für, um dann... Ja, schade. Oder? Nee, Untersuchung? Nee, geht nicht. Papier hat uns jetzt nicht weitergebracht. Da kann man alles untersuchen, ne? Ja. Also ich brauche Glaube. Glaube ist das Wichtigste gerade hier. Aber hier kann ich da nichts von Kerze, Kerze, Hanfsaal. Einmal mit Blut. Okay, dafür brauchen wir Blut. Den können wir hier herstellen. Okay. Den brauchen wir also gar nicht von da unten holen. Wir bräuchten nur Blut. Ist hier Blut drin? Ja, da ist Blut drin. Aber da brauchen wir 10 Blut, ne? Nicht 1. Oh. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Hier geht's in die Kirche, ne? Ja. Ja, da müssten wir hier noch ein bisschen mehr ausbauen, ne? Damit wir mehr Glauben immer kriegen, ne? Kerzenständer, Kirchenbank, 6 Holz und Nägel. Sechs Holz und Nägel. Der Friedhof ist mit 5 schon ganz gut. Möhren legen wir da nicht hin, sonst kriegen wir eine Leiche, die wir gerade nicht wollen, ne, oder? Wo können wir Bretter machen? Holzplanken. Machen wir erstmal die. Werden wir wahrscheinlich gar nicht alle fertig kriegen, weil unsere Energie vorher zu Ende geht, oder? Obwohl, läuft gar nicht so schlecht. Naja, schaffen wir aber nicht. So, jetzt haben wir nicht mehr genug Dingens. Energie, aber lass uns gerade hier die Pommes noch holen. Oder Nuggets. Und... Dann essen wir die, oder? Ach, schnelle Reflexe beim Fischen. Wäre vergeudet, ne? Würde ich jetzt nicht machen wollen. Da haben wir bestimmt was anderes zu essen. Was uns dann... Da ist die Fischsuppe, ne? Ach, den Dingens, den Bärenkuchen haben wir schon gegessen, ne? Das war es jetzt nicht... Oh, das gibt uns 5 Herzen. Das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Was gibt uns denn noch vielleicht Herzen? Warte mal, das nehmen wir noch mit. Das lassen wir hier und dann können wir hier noch was einpacken. Ich weiß nicht, wie viel man dafür brauchte. Das nimmt was weg. Eimerwasser. Effekt bei Benutzung, plus 2, also Maden kann man essen, auch interessant. Milchkrug. Ich glaube, jetzt ist es erstmal hier gut. Jetzt müssen wir mal gucken, Fisch. Mal da zerlegen, hier können wir nichts machen und hier könnten wir noch Bärensaft machen. Da steht jetzt nicht, was dabei resultierend ist. Okay. Einer geht nur. Und anfertigen können wir den auch nicht. Wir müssten erst was essen. Hat ja wieder gut geklappt, oder? Aber in der Kiste war jetzt nichts zu essen, oder doch? Ja, okay, hier. Ja.
Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen wieder gekriegt hier an Energie. Jetzt können wir da weitermachen. Ich weiß aber nicht, wie gut der Bärensaft jetzt ist. Gar nichts. Können wir noch was weiter rausmachen. Okay. Mhm. Das heißt, nee. An die Truhe wieder ran und den Bärensaft können wir hier ablegen. Da konnte man Fischnuggets rausmachen mit dem Öl. Das haben wir. Ja gut, dann lass uns hier Fischnuggets machen. Ah, da braucht man zwei von. Okay, dann klappt das nicht. Aber gebratenen Fisch können wir auf jeden Fall machen. Aber haben wir noch was anderes? Ein Spiegelei. Ja. Ah, jetzt läuft das Spiegelei. Super. Naja. Ja, vielleicht lassen wir das einmal da sein. Haben wir hier was? Nee. Haben wir hier noch was? Ah, eine Bärentorte geht. Was ist das hier? Trauben, okay. Honig haben wir nicht. Nee, dann lass uns die Bärentorte da machen. Die geht von alleine. Wir können jetzt hier draußen aber noch das Holz fertig machen. Und dann brauchen wir noch Nägel, ne? Achso, das ist mein Balken. Ich wollte gerade sagen, ist dann noch nicht fertig, aber ist schon fertig. Ne, da waren nicht Nägel. Hier kann man Nägel machen. Ach, die haben wir auch nicht fertig gekriegt, ne? Ne. Können wir noch mal was essen? Ja, das Spiegelei. Jetzt haben wir die Nägel fertig. Jetzt können wir hier noch die Dingens nehmen. Gehen wir da rein und gucken mal zu, dass wir in der Kirche gerade kommen. Vielleicht können wir da noch zwei Bänke, dann machen die Holzplanken nochmal mit. 8 Nägel müssten eigentlich 2 Bänke machen. Und wenn wir 2 Bänke haben, dann bedeutet ja eigentlich, dass wir, sag schon, Leute da reinkriegen, ne? Ah, dann reicht es noch nicht mal fürs Dingens. Ah, die Bank brauchen wir gar nicht machen. Anfertigen, die ist sofort da. Jetzt fehlen uns 2 Holzplanken dafür, sozusagen. Vielleicht ist hier noch was drin, glaube ich nicht, oder? Wir können aber mal gucken. Ne, da ist nur das Werkzeug drin. Ne? Zwei Holzplanken. Wo könnte ich die finden? Hier bestimmt nicht. Haben wir irgendwo noch Holzplanken? Das ist die Frage, ohne dass wir welche machen müssen. Wahrscheinlich nicht. Ist hier irgendwo was? Nee. Wir könnten jetzt hier noch 2 machen, ne? Oh, wir haben Dingens, wie heißt es? Das Wärterbuch können wir loswerden, ne? Stopp, wir gehen hier durch. Es ist Mittag, das müssten wir noch schaffen. Zum Astrologen, damit wir das Wärterbuch abgeben können. Der müsste ja eigentlich stehen, ne? Ich glaube, der Leuchtturm war oben, oder? Schauen wir mal. Ich meine hier und dann gleich runter. Wahrscheinlich hätten wir auch unten lang gehen können. Nee, hier nicht. Schauen wir mal, weiß ich jetzt nicht. Hier den Weg runter, glaube ich, da geht's lang. Und da müssten wir jetzt zum Leuchtturm kommen, meines Erachtens, oder? Ja. Da müsste ja eigentlich der Astrologe sein. Hoffentlich erwischen wir den noch früh genug, nicht, dass er gleich schon abhaut.
Großartig, großartig. In diesem Buch müssen viele wichtige Dinge stehen. Wunderbar. Aufgabe erledigt. Ich habe noch mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Mal sehen, du musst einen Geisterlaser anfertigen, aber ich weiß nicht, was ein Laser ist. Tut mir leid. Er sollte auf dem Podest vor dem Portal aufgebaut werden. Du fertigst ihn in zwei Schritten. Erst eine Ermitter und dann einen Lauf. Der Ermitter hat drei Teile. Einen Spiegel des Stolzes, eine ewige lodernde Kohle und ein salziges Gabel. Was ist mit dem zweiten Schritt? Die zweite Hälfte des Buches ist mir irgendeinem Klebrigen bedeckt. Ich muss es erst reinigen. Ich glaube, ich brauche Säure und Restaurationswerkzeug, um es zu säubern. Wo finde ich das Zeug? Schreibt, dass seine Freunde glaubten, diese Dinge könnten in der Stadt gefunden werden. Ich verstehe das nicht, aber er schreibt, dass diese Dinge die Seele der Stadt sind. Das klingt alles nach Verblendung, Magie. Ah, so ein Nonsens. Wenn ich du wäre, würde ich mir etwas anfangen, das ich auch sehen kann. Schau dir doch mal das Podest beim Portal an. Gehe danach in die Stadt und versuche, diesen Gegenstand zu finden. Was ein neuer Technologiefreischer herstellen? Säure, okay. Also, was die Säure angeht, wegen dem Restaurationswerkzeug. Ja, okay, das heißt, wir haben noch diese zwei. Also, was weißt du, wo ich die Säure bekomme? Ich habe die Alchemie vor vielen Jahren aufgegeben. Ist eine wissenschaftliche Sackgasse, aber ich weiß, wo du Säure bekommst. Es gibt da eine alte Frau im Sumpf. Sie ist definitiv verrückt, aber damals hat sie mich mit alchemischen Zutaten versorgt. Weißt du, wo ich Restaurationswerkzeug finden kann? Da haben wir wohl ein Problem, junger Mann. Die Inquisition hat alle Restaurationswerkzeuge zerstört, diese Narren. Die glauben, dass es nur zu Leid führt, wenn man die Vergangenheit wieder ausgräbt. Aber auf dem Schwarzmarkt könntest du Glück haben. Jemand mit kriminellen Kontakten könnte dir helfen. Da kenne ich genau den richtigen. Ich sollte mit Schlange reden. Handeln. Tinte und Papier gibt es jetzt hier. Aber Tinte ist mir zu teuer. Die stelle ich lieber selber her. Gebundenes Buch, Buch, Kapitel, Buch. Kann auf dem Arbeitstisch für 15 zerlegt werden. Effekt bei Benutzung. Gibt dir 15, wenn du benutzt. Ja. Ich glaube, da kommen wir erstmal nicht mit weiter hier. So, mit dem sind wir erstmal fertig, würde ich sagen. Gleiches Messer. Aber ich würde auch sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.